Quizduell Olymp, Freitag, schön, dass Sie mit dabei sind, freut mich gar sehr. Die beiden, die sich heute trauen, gegen die Olymp anzutreten, waren schon gemeinschaftlich hier und haben, möchte ich sagen, souverän gewonnen. So soll es bleiben. Also, Sie sind nicht nur perfekt beim Kochen, sondern auch natürlich beim Quizzen. Herzlich willkommen, hier sind Tim Mälzer und Steffen Hensler. Ah, da gibt es einen ordentlichen Applaus vom Olymp, kann man mal ganz locker einstecken, denn da oben sitzen die, die im Kochen garantiert verlieren würden, aber auch beim Quizzen wird es schwer. Herzlich willkommen, unsere Quizkönigin Marie-Louise Fink. Moin. Der Mann in der Mitte, unser Professor Quiz, Professor Dr. Eckhard Freise. Und der Mann, der eigentlich Bankbetriebswirt ist, Thorsten Zirkel, unser Quizass. Hallo. Das steht eigentlich bei uns. Es geht eigentlich bei Team Köche. Das war sehr fantasievoll. Okay, Wahnsinn. Wie würdet ihr euch nennen, wenn ihr... Die Schöne und das Biest. So, und wer was ist? Na, ich die Schöne. Ja, das wollte ich hören. Letztes Mal habt ihr gewonnen, ne? Ja. Ja. Deswegen sind wir auch wieder da. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine mathematische Regel ist, aber Minus und Minus ergibt manchmal Plus. Und das ist bei uns wirklich das der Fall. Das seid ihr so. Ja. Gut. Nein, ich freue mich gar sehr drauf, weil da oben, muss man sagen, es ist so momentan durchwachsen. Was klopfst du da? Auf was klopfst du da? Ja, weil es ja um was Kulinarisches geht. Tutti Frutti. Was hast du dabei? Was das kenne ich aber anders. Ja, eben, nicht? Tutti Frutti. Brauchst du noch einen Löffel zwischendurch? Ja, den habe ich liegen lassen. Okay. Also können wir dir auch besorgen, wenn du möchtest. Du kannst essen zwischendurch. Du während der Sendung? Natürlich. Das gibt einen Aufstand im Publikum. Nein, Sie zu Hause können natürlich auch essen, während Sie mitspielen. Sie müssen aber mitspielen. Das wäre ganz toll, wenn Sie die ARD-Quiz-App haben, weil Sie haben die Chance, 10-mal 1.000 Euro zu gewinnen. Also 10 von Ihnen 1.000 Euro, wenn der Olymp gewinnt. Was wir heute ja nicht glauben, weil wir glauben, dass unser Team Köche gewinnen wird. Um es mal so auf den Punkt zu bringen eigentlich. Also wir spielen, zunächst darf wie immer der Olymp wählen, welche Kategorie Sie gerne hätten. Dann wählt ihr, gegen wen ihr wollt. Für euch dort oben hätte ich im Angebot draußen im Grünen, rund um die Welt und Musik und Hits. Das ist gar nicht so einfach, aber alle haben unterschiedlich entschieden, was selten ist. Marie-Louise nimmt Musik und Hits, Eckhard nimmt draußen im Grünen und Thorsten nimmt rund um die Welt. Gegen wen wollt ihr als erstes spielen? Ich würde sagen, Musik und Hits, da haben wir zumindest ein bisschen Ahnung, da kommen wir gut in den Abend rein. Ja, aber da haben wir einen Generationskonflikt. Ne? Also da sitzt schon was Jüngeres als, also hätte jetzt in der Mitte Musik und Hits gewählt, da wäre ich sofort draufgegangen, aber links außen sieht interessiert aus. Aber mach selber. Du darfst Wieso? Du kannst, ich bin noch im Team. Dann, was hast du gesagt? Also ich hätte Musik und Hits, würde ich sagen, da weiß man am meisten. Ne? Ich bin eine Katastrophe. Gut, dann nehmen wir rund um die Welt. Oder Musik und Hits? Könnten wir auch nehmen. Ah, dann nehmen wir Musik und Hits. Dann nehmen wir Musik und Hits. Dann nehmen wir doch gleich Musik und Hits. Ja. War ja meine erste Idee. Ja. Musik und Hits. Zunächst darf Marie-Louise in Ruhe antworten. Das heißt, Ruhe bei ihr. Sie braucht maximal eine Sekunde. Danach könnt ihr euch beratschlagen. Bist du soweit? Ja. Ich freue mich. Erste Frage lautet für uns alle wie folgt. Wie heißt eines der bekanntesten Lieder von Herbert Grönemeyer? Mensch, ärgere dich nicht. So, sie hat es schon gewusst und ihr? Das ist ja, ne? Das ist ja klar, oder? Ja, guckst du jetzt, weil du es nicht weißt? Du weißt das doch auch, oder? Ich glaube ja. Okay, also, ich glaube, hier drüber, ne? Beim Multiple bin ich drin. Gut, okay, wir reden doch von links oben, ne? Ja. Gut. Sie hat eh eingeloggt, wir können offen reden. Okay. Genau. So, wobei, spielst du ein Instrument? Irgendwas spielst du? Oder? Ich? Ja. Nee, ich wäre früher gerne Schlagzeuger bei KISS geworden, aber es ist wegen mangelndem Rhythmusgefühl gescheitert. Da, wo ich musikalisch ganz gut gewesen wäre, wäre erste Reihe der Typ, der immer neben dem Takt geklatscht hat. Im Musikantenstadel. Das wäre ich. Das auch eine Kunst ist, gegen den Takt, absolut. Absolut. Für mich ist sowas wie Free Jazz erfunden worden. Da ist... Steffen, spielst du immer noch Gitarre eigentlich? Oder? Nee, ich hab's nochmal versucht und dann bleiben gelassen. Okay, gut. Also, gibt es noch was zu sagen? Du hast auch Mensch genommen... Ja, obwohl die Hauptrolle im Video ein Eisbär spielt, ist es trotzdem Mensch. War 2002 für 5 Wochen die 1 in den Charts. Mensch ist richtig. Jawohl, stimmt. Punkt für beide. Wie lange ist das her? Oh, wann? 2002. So lange ist das her? 2018 Jahre. Du warst 40 geworden, ne? Komm, so lange auch nicht her. Zweite Frage in Musik und Hits. Welches Instrument ist in Gary Rafferty's Hits Baker Street omnipräsent? Cajon, Geige, Saxophon oder Cello? Kennst du, ne? Das ist nicht dieses Baking Man, Baking... Nein, das ist... Nee. Das ist... Oh, Gott. Ja, doch, das ist es. Und das ist doch das. Quatsch. Was? Oder nicht?
Das ist aber tatsächlich, glaube ich, Saxophon. Ja, ich glaube auch. Nee, Baker Street, was du meinst, das ist von dem anderen. Das ist von dieser gut aussehenden mit dunklen Haaren. Ich komme gerade auf den Namen. Baker Man is Bacon. Das ist. Das Saxophon, das war richtig. Also, wollte ich auch sagen. Cajon nicht, weil Cajon ist so. Das versandet. Das ist Saxophon. Geige, glaube ich nicht. Cello. Hat Saxophon immer schon so geschrieben? Ja. Echt? Nicht naja, früher mal anders. Ja, ne? Ja. Auf dem Level, wo Steffen aus der Schule mit CKS. Saxophon. In meiner Schule. Saxophon. 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 Komm, mach. Also, du kannst auch drücken, ne? Saxophon hast du auch genommen. War ja lange vor deiner Zeit. Ja, aber das kennt man ja. Das geht ja auch sofort ins Ohr und das geht nicht mehr raus. Gut, wir hören mal rein. So klingt's. Jeder hat das Cajon rausgehört. Saxophon ist richtig, jawohl, klar. 1978, nur bis Platz 3 in den Charts, gar nicht höher, aber jeder kennt es bis heute. Letzte Frage, 2-2, steht es aus Musik und Hits. Bei mir gab es nur Currywurst mit Pommes Fritz. Ist eine Textzeile aus welchem Hit? Die da von den Fanta 4, Sexy von Westernhagen, Zu spät von den Ärzten oder Liebeslied von den Beginner? Sie ist schnell. Ja, weißt du wohl auch, oder? Westernhagen, oder? Ah, nein, die Wechsel, das ist zu spät. Ist das? Zu spät. Wenn sie da singen über hier, wenn... Bring mal. Den, ah, warte, ich muss mal, warte, gleich. Das ist hier dieses Lied, wo er, der Verflossenen, sie trennt sich und er ist so, bei mir gab's nur Pommes mit Pommes, bei ihm gab's bla bla. Okay, weiß er. Glaub mir einfach. Gut, ich glaub dir. Glaub mir einfach. Ich würde ihm auch glauben. Du hast auch die Ärzte sofort genommen. Ist ja eine Leidenschaft von dir. Ja, also wenn ich jetzt Klugscheißer wäre, würde ich jetzt anmerken, dass die Antwort natürlich falsch ist, weil das die ein Namensbestandteil ist und deshalb nicht dekliniert wird. Und es heißt Zu spät von die Ärzte. Aber bin ich ja nicht, deshalb merke ich es nicht. Oh! So spielen wir heute. Aber es ist ganz lieb, dass du darauf verzichtet hast, klug zu scheißen. Wow. Finde ich ganz, ganz toll. Von dir. Das ist schon gut, ne? Das hat sie in einer Sekunde sich alles überlegt, während wir... Ja, ja. Sehr sympathisch. Ja, das. Also, die Ärzte ist richtig, stimmt. Haben jetzt eigentlich alle Fragen einen Kochbezug heute in der Show? Wieso? Ja, stimmt eigentlich, doch, stimmt. Baker Street. Also, 3-3, ihr wählt jetzt die Kategorie, die dann Marie-Lise zuerst spielen muss. Gut reingestartet. Sehr gut. Also... Macht und Geld, Kinofilme und Sport und Freizeit. Was sagst du? Sag du mal. Jetzt sagst du zuerst. Sport, Freizeit sind Namen und Jahre, kann ich nicht. Ich würde eher Kino gehen. Würde ich auch sagen. Oh, ja. Das ist so, wir bleiben mal so auf Kino. Ja. Wir bleiben auf dem Gala-Niveau. Kinofilme ist nicht so deins. Kino, da ist die Schwachstelle. Wer war im Sommer 2019 Held eines Kinofilms? Hauptkommissar Super Mario, Geheimagent Obelix, Meisterdetektiv Pikachu oder Spürnase Benjamin Blümchen? Oh. Ja, hat's das schon? Das wissen wir auch. Ich glaube, Tim ist noch nicht so. Das sind noch nicht seine Fragen bisher. Pikachu, das war doch hier. Wie heißen die Figuren? Pokémon meinst du? Ja. Die Gelben. Pikachu ist der ist herumgeschlichen, das war so ein Mischmaschfilm aus echten Szenen und digital vermischt. Du meinst die Minions, meinst du? Das ist was anderes. Nein. Pikachu ist, ich glaube, sind das, was hast du am Anfang gesagt? Wie heißt Pokémons. Pokémons, glaube ich. Nee, Pokémon, ja, kann sein. Auf jeden Fall ist es das. 2019. Ja. Letztes Jahr. Ja, okay, machen wir Pikachu. Hast du auch genommen? Genau. Pokémon waren ja so ein bisschen in der Versenkung. Pokémon. Pokémon Go wieder. Das wiederbelebt hat und in dem Zuge wurde dann eben auch Meisterdetektiv Pikachu. Gut, rund 1,5 Millionen Besucher in den deutschen Kinos. Keiner hier hat es gesehen, aber andere haben es gesehen. Meisterdetektiv Pikachu, Pokémon ist richtig, jawohl. Ich hätte nie gedacht, dass ich immer froh bin, Steffen Hensler in der Quiz-Sendung am Ende zu haben. Die ersten Fragen, da kannst alles du froh sein, oder? Ja, Wahnsinn. Alles. Aber die schweren kommen ja noch. Habt ihr euch denn in der letzten Zeit auch gesehen oder seht ihr euch jetzt? Öfter denn je, muss man sagen. Ja, wir haben auch telefoniert, gerade weil wir uns gegenseitig, ich habe mir viel Ratschläge bei Steffen geholt, jetzt im Rahmen von Corona, weil er einer der Erfolgsgeschichten ist, muss man einfach sagen, der viele schlaue, intelligente, man mag es kaum glauben, Entscheidungen getroffen hat, die sein Unternehmen auch wirklich
gut durch diese Krise durchgezogen haben. Und dann, ich muss es erwähnen, entschuldige, wir hatten ein Battle gegeneinander im Rahmen von einer sehr schönen Sendung, Kitchen Impossible. Und da ging es am Ende des Tages schon darum, wer ist der kulinarische König von Hamburg? Ich möchte nicht drauf rumreiten. Nee, ich möchte nicht drauf rumreiten. Er war, auch schwarz machen. Er war es nicht. Genau. Und Cornelia Poletto hat gewonnen. So. Ja, ja. An Erfahrung. An Erfahrung. An Erfahrung, dass man die Terrasse nicht aufmacht. Ja. Kinofilme, die zweite Frage. Was wollen 7 Freunde im Kinohit das perfekte Geheimnis während einer Dinnerparty voneinander offenbaren? Nachrichten auf ihren Handys, all ihre Passwörter, alte Schulzeugnisse oder ihre ehemaligen Liebhaber. So, habt ihr den gesehen? Yes. Hast du gesehen? Ja. Ich glaube, es war ein unfassbar schlechtes, wie heißt das, wenn man so im Kino sitzt und man sieht die Vorschau. Ja. Ja, aber der war echt gut. Ohne Flachs. Der war richtig lustig. Richtig guter Film. Kannst du gucken. Also ich hab ihn auf DVD, kann ich dir geben. Dann weißt du, der war doch jetzt gerade erst im Kino. Ja, aber ich habe ihn auf DVD geguckt. Krass, er guckt noch DVD. Guck ich noch. Ich habe kein Streaming, so. Ich guck noch richtig schön oldschool. Ich würde vermuten Handys. Richtig, Nachrichten auf ihren Handy. Haben sie auf die Mitte gelegt und sich gegenseitig. Sehr launisch, sehr launisch. Guck mal, habe ich auch was gewusst. Siehst du, ja. Super. Hast du ihn gesehen? Nee. Echt nicht? Nachrichten auf den Handys, das perfekte Geheimnis. Ist richtig, stimmt. So, letzte Frage, Kinofilm. Läuft doch super. Ja. Ja, du sitzt da auch schon so, sagst, wann kommen meine Fragen so ein bisschen? Ja. Letzte Frage, Kinofilm. Das sind Bücher. Welcher Hollywood-Klassiker endet mit dem Satz, Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Ist es vom Winde verweht, das Fenster zum Hof, Casablanca oder Citizen Kane? Oh, das ist jetzt Historie. Also, ich glaube, der einzige Film, der sowas wie Humor hat in diesen drei Dingern, ist Citizen Kane. Vom Winde verweht. Glaube ich auch nicht, das ist zu romantisch, würde ich denken. Casablanca ist, glaube ich, auch Fenster zum Hof. Normalerweise, ne? Wenn es um Filmzitate gibt aus dieser Zeit, ist es immer Casablanca. Immer. Ja. Es ist immer Casablanca. Aber ich glaube, das wird nicht passen zu dem Film selber, glaube ich, oder? Lass mal ruhig Citizen Kane nehmen. So einfach Intuition, ja. Citizen Kane. Was denn? Ja. Intuitiv würde ich Citizen Kane sehen, weil das war noch, ich glaube, das ist noch so ein bisschen humoristischer. Guck mal, er guckt so ein bisschen kritisch. Oder macht er das, weil er uns verunsichern will? Komm, hau mal rein, das wäre egal. Nee, mach du mal. Ich möchte, dass ich sage, Alter, und hat Steffen die falsche Antwort eingeloggt. Nicht ernsthaft, Citizen Kane. Rosebud. Rosebud. Guck mal, du bist so jung. Ja, ich muss sagen, in meinem Kopf ist genau das alles abgelaufen. Genau Hitchcock, nee, von Winde verweht passt auch nicht. Und dann 50-50 zwischen den beiden und Casablanca dann einfach so als Zitategrube. Ja. Man muss sagen, dieser Film, um den es geht, der war 1944 für 8 Oscars nominiert, hat davon auch 3 gewonnen. Das ist nicht Citizen Kane. Nicht Citizen Kane, sondern Casablanca, jawohl. Aber Tim, du kannst ja immer sagen, dass Steffen falsch eingeloggt wurde. Nee, an der Stelle nicht, muss ich sagen. Ich dachte, das ist hier ein kompliziertes Quiz. Ja. Ich wusste nicht, dass es... Aber es ist gut, dass wir gar nicht so viel denken müssen. Ja. Aber ihr habt es kompliziert gemacht. Ja. Wenn es immer Casablanca ist, ist es Casablanca. Ich werde jetzt nur Casablanca einloggen. Egal was. Ja. So, ihr habt also zumindest gut gespielt. Wisst ihr, dass ich ein Oscar-Preisträger bin? Wir können ja schneiden, ne? Bist du ein Oscar-Preis? Ich bin Oscar-Preisträger, indirekt. Wieso? Ich bin eine Synchronstimme bei dem sensationellen Film Ratatouille. Da bin ich Horst, der deutsche Koch, und ich spreche. Und dieser Film hat einen Oscar bekommen. Und damit bin ich sozusagen... Aber doch nicht ihn hier, da bist du direkter Oscar-Preisträger. Ja. Dafür kann er schneller Chili schon schneiden. Ja. Er ist auch nur indirekt Koch. So, da oben der Olymp darf wieder wählen. Zumindest die beiden, die noch im Rennen sind. Eckhardt und Thorsten haben Comics, Medien und Unterhaltung und Zeugen der Zeit. Nimm Comics, Eckhardt, komm. Nee, nimm Zeugen der Zeit. Eckhardt nimmt Comics. Nimmt er? Ja, und Thorsten nimmt Zeugen der Zeit. Gegen wen wollt ihr? Komm, wir arbeiten uns von links nach rechts durch. Ja. Ja? Das aber erstmal Respekt. Warum hast du Comics? Da hätte ich nicht mit gerechnet. Zeugen der Zeit. Ich bin mal Geschichtsprofessor. Das ist ja langweilig. Gut, finde ich mutig. Das ist sehr fair gut. Fair Game. Fair Game. Ja. Also, wir beginnen mit den ersten Fragen. Comics. Ecker darf zunächst antworten.
viel zu selten gespielt, diese Kategorie. Was trifft laut Ihres offiziellen Lebenslaufs auf die Comicfigur Garfield zu? Unter Hunden aufgewachsen, in einem Restaurant geboren oder heißt mit Vornamen Tom oder als Kind in Lasagne gefallen? Läuft eine Zeit bei uns? Nee, ne? Nö, jetzt, nee. Jetzt könnt ihr reden. Er hat eingeloggt, der Eckhardt, ihr dürft. Das ist das Einzige, was ich von Garfield weiß, dass er ein dicker, fetter, dummer, fauler Kater ist. Den Spitznamen Tim hat. Ich glaube, der. Und dass er gerne Lasagne isst. Ja. Also gehe ich mal jetzt davon aus. Also, Tom ist ja uninteressant. Ich dachte, er wäre vielleicht im Restaurant, italienisches Restaurant, deswegen isst er so gerne. Aber ich weiß auch, dass er gerne Lasagne ist, seine Leibspeise. Aber als Kind in Lasagne. Als Kind, das als ist Katze, als Kind hört ja so. Einer von beiden. Was? Restaurante? Restaurante oder als Kind in Lasagne, weil er Lasagne so gerne isst. Das kann natürlich sein, ne? Als Kind in Lasagne gefallen mit Vornamen Tom. Tom Jerry, Tom Garfield. Hat Garfield einen Vornamen? Garfield. Uninteressant, oder? Wäre ja ziemlich banal. Ja. So. Und da unten aufgewachsen. Ist kein Thema in dem Comic, es geht nur ums Fressen bei ihm. Und ein bisschen schlechte Laune. Ich wäre mal Restaurante. Komm, dann mach. Aber du musst schon mit dabei sein, ja, ne? Ich bin dabei. Ich deck dir den Rücken. Gut. Wie früher auf dem Kiez. Gut. Eckhardt hat das auch genommen. Natürlich ist das eine kulinarische Frage, denn Garfield, dick und vollgefressen, wird dann ja anschließend verhohnepiepelt in der Serie Alf. Alf frisst ja liebend gern Katzen, aber püriert. Also ich würde sagen, Restaurante aufgewachsen. Gut, ich zitiere aus dem Werk nach dieser wahnsinnigen Herleitung von Eckhardt. Da heißt es nämlich wörtlich: In einer Winternacht, als der Schnee wie liebevoll geriebener Parmesankäse vom Himmel fiel, wurde Garfield in der Küche eines italienischen Restaurants geboren. Mama Leonies Italian Restaurant, das ist richtig. Punkt für beide. Ich bin heute eine Katastrophe. Ja, aber wir kommen noch ein paar Fragen. Okay. Kommen wir noch. Zweite Frage, Comics. In der Comicserie Transformers bekämpfen sich Rick Grimes und der Gouverneur, das Ding und Dr. Doom, Optimus Prime und Megatron oder Magneto und Professor X. Also da bin ich sowas von raus. Lass mich das einmal beantworten, aber du lockst ein. Okay. So, ihr dürft. Also ich versuche mal, also Rick Grimes und der Governor glaube ich nicht, das klingt irgendwie nach einem Marvel-Ding. Das Ding und Dr. Doom klingt eher nach einer Verfilmung einer Porno-ähnlichen, wie soll ich sagen, Verfilmung eines schmutzigen... Jetzt sind wir bei seinen DVDs. Also, Magneto und Professor X klingt nicht gut, ich würde Optimus Prime und Megatron sagen. Mhm. Weil das klingt nach Veränderung. Das klingt irgendwie so nach Optimieren und dann ist er so und Megatron ist so mega und so und vorher ist das so wie. Aber ich habe keine Ahnung. Also Magneto, Professor X ist hier die X-Men und Optimus Prime und Megatron, da ich Transformers immer früher die Serie geguckt habe, als noch Zeichentrick war. Ja, ist das, du denn? Ja, ich hatte früher viel Zeit. Aber das ist richtig. Dann lässt du dir erstmal den Tim erklären und dann kommst du so, ich weiß es. Nee, hat er ja schon gesagt. Ich habe nur versucht, auch mal zu glänzen. Nee, aber ich muss sagen, ich bin bei Doppelte euch. Doppelte Absicherung. Ja, super. Eckhardt sieht's anders. Der hat gesagt, das Ding und Dr. Doom. Muss ich dazu das sagen. Das Ding sind die Fantastischen Vier. Ja, das ist mir jetzt auch eingefallen. Man muss dazu sagen, diese Film Transformers, die drücke ich immer weg, wenn durchgesäppt wird. Okay, also, unterschiedliche Antworten. Eins davon ist richtig. Weiß es jemand von euch, Thorsten? Weiß es, du bist ein Cineast. Das müssten Optimus Prime und Megatron sein. Ich habe einen Film davon mal gesehen und das hat mir gereicht. Ja, eigentlich eine Comicserie, aber mittlerweile auch viele, viele Kinofilme. Und das ist richtig. Da haben wir Punktgleichstand 7:7. Läuft doch. Sehr gut. Letzte Frage, Comics lautet: Was für ein Pferd ist Lucky Lukes treuer Begleiter Jolly Jumper? Ist es ein Kohlrappe, ein Mausfalbe, eine Apfelschimmel oder ein Islandpony? Ja. Also ich weiß, dass es ein weißes Pferd ist. Ja. Ich weiß, dass man ein weißes Pferd ein Schimmel nennt. Wobei ich das Wort Kohlrappe sehr schön finde. Wäre jetzt allerdings Mausfall, ist das auch ein Hund, ein Pferd? Ja. Ich glaube ja, aber ich wäre auch bei Schimmel, weil es ein weißes Pferd ist. Ich,
Es hat da so eine bisschen gelbliche Mähne, glaube ich, oder rötliche. Er hat ein paar Flecken, oder? Ja, genau. Ich würde auch beim Schimmel sein, weil Island ist kein Pony, kann ich mir nicht vorstellen. Was? Ein Island-Pony ist es auf keinen Fall. Nein, Island-Pony ist das, warum meine Reiterkarriere sehr früh zu Ende ist. Ich bin in Schnelsen, in so einem Reithof. Ach geil, da drauf. Ja. So ein Kreisreis. Und 365 Tage im Jahr. Genau, und ich hatte einen Führungs-Island-Pony, so, auf dem ich saß. Und das ging schon so, also als Vierjähriger wurden die Knie blutig, weil das Pony so klein war und die Beine so tief auf dem Boden schwangen. Und wir, du warst damals schon so schwer. Und dann wurde dieses Pony überholt und das hat diesem Pony nicht gefallen. Also, und, er hat's aber gewusst, und dann ging es ab. Und dann ging es kriegt. Und das endete dann, dass ich, wie gesagt, in der Pferdescheiße landete und da habe ich gedacht, komm, ich lasse es mit dem Reiten. Such dir was anderes. Gut, doch, such dir was anderes, ja. Gut. Ich würde Apfelschimmel sagen. Ich würde auch sagen, ja. Apfelschimmel. Komm, steck du mal ein. Gut. Eingefleckter Schimmel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Apfelschimmel ist richtig, jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Aber nochmal Chapeau. Ja. Ja. Wir danken für die Fairness. 8-8. Und ihr wählt jetzt, was zunächst Eckart spielen darf und ihr dann natürlich auch spielen müsst. Ja. Und zwar... Ist ganz schön lange heute, ist gut. Macht Spaß, jetzt kommen wir rein. Oder? Ihr seid warm langsam. Ne? Essen und Trinken im Labor oder Mode? Nun sag es schon. Nein. Das ist natürlich immer, du weißt, das kann auch ganz links sein, ne? Das können so Fragen sein, die... Wo wir richtig dumm dastehen. Ja. Mode ist aber auch nicht schlecht, weil der weiß sicherlich auch nicht so viel, wir auch nicht. Das ist mir so ein bisschen Gefühlssache. Ich finde, wir machen eine Retourkutsche, wir gehen auf Mode, weil Essen und Trinken wäre jetzt zu simpel. Ja. Und ich finde, wir mögen den Wettkampf. Ja, sehr gut. Ich finde das toll. Mode, bravo. Wir hoffen, wir mal auf Minus und Minus aufeinander losgeht. Kiel Lagerfeld, ja. Genau. Man muss sagen, Eckart hat Licht und Schatten bei Mode, kann man sagen. War alles schon dabei. Ja, es kommt drauf an, wenn so Strähnchen kommen, ganz modern, dann bin ich raus. Ja. Aber bei älteren Sachen, warum nicht? Gut, wir fangen mit der ersten Frage an, die da lautet. Über den von ihm benannten Bikini sagte Modeschöpfer Louis Réa, er sei so klein, dass er alles über die Trägerin enthüllt, bis auf den Beruf ihres Vaters, Geburtsnamen ihrer Mutter, IQ ihrer besten Freundin oder Kontostand ihres Geliebten. So. Steffen, was machst du da? Gehst du das vor dem Geist? Die Frage nochmal. Ja? Nochmal richtig, ne, über den von ihm benannten, sagte der Mond. Beruf des Vaters macht ja eigentlich keinen Sinn. Die Kuh ihrer besten Freundin auch nicht. Es macht eigentlich nur Kontostand ihres Geliebten Sinn, ne? Ich hätte gesagt, Geburtsnamen ihrer Mutter, finde ich, ist despektierlicher und tiefgründiger. Weil das ist Familie, das ist so, da ist, guck mal, da geht's. Das andere wäre zu lame. Aber ich finde, bis auf den Kontostand ihres Geliebten, das ist für mich so... Aber gut, dann Geburtsnamen ihrer Mutter. So. Hast du auch genommen? Hab ich auch genommen, ja. Bikini nach dem Bikini-Atoll in 40er Jahren. Das Witzige daran ist, den Bikini gibt es natürlich schon sehr viel länger in der Villa Casale in Sizilien. Natürlich. Zur römischen Zeit, da sieht man eine Tänzerin im Bikini. Da wollte ich gerade nicht drauf rumreiten, damit er sich nicht doof fühlt. Oh. 1946 in Paris vorgestellt, ein Riesenskandal. Ein Riesenskandal damals, dieses kaum mehr etwas Bedeckende. Und das Zitat lautet tatsächlich in voller Länge, der Bikini ist so klein, dass er alles über die Trägerin enthüllt, bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter. Jawohl! Sehr gut. Punkt für beide. Ich sag, Mode wird noch eure Lieblingskategorie. Zweite Frage. Zu welchem Kleidungsstück gehört ein sogenannter Ex-Kragen? Zu Polizeiuniformen, zum Fußballtrikot, zum Matrosenanzug oder zur Richterrobe? So. Ihr denkt nach. Matrosenanzug? Also ich bin zwischen Matrosenanzug und Richterrobe, weil Ex-Kragen hört sich ja an, als wenn er nicht dazugehören würde. Und ich glaube, die Richterrobe, ich weiß nicht, ist der da dran oder musst du nicht extra ummachen? Jetzt bist du häufiger vom Richter gestanden als ich. Das heißt, das kam doch einmal in deine Erinnerung. Ich war auch mal eine Woche lang Matrose. Ja, ich war eine Woche beim Bund und da war ich auf Sylt.
Also Fußballtrikots kommen und gehen, das ist so. Wieso warst du nur eine Woche beim Bund? Danach wollten sie mich nicht mehr. Untauglich. Nachträglich untauglich oder warst du unverschämt? Ah, dann brauche ich noch ein paar Jahre. Kann ich jetzt, ist aber noch nicht verjährt. Okay, warten wir noch. Es gab damals noch, gab es so ein Annoncenblatt. Früher hat man solche Sachen nicht bei Kleinanzeigen, sondern musste man so Annoncenblätter. Und da gab es mal so Anzeigen, so, keine Ahnung, wenn du dein Auto kaputt, Reparatur und du bist beim Bund und möchtest weg. Ja. Und dann hat man Briefmarken, 5 Mark damals, einen Umschlag geschickt, hat ein Heft bekommen und da gab es so Beispiele, wie es möglich wäre, wenn man nicht mehr da bleiben wollen würde. Und nun ja, was soll ich sagen? Nach einer Woche, Enzer, TK5, wird nichts mit ihm. Raus. TK5. Also da hatten wir auf jeden Fall so eine Matrosenuniform. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also da gibt auch diesen, auf dieser blauen Kutte. Ne? Beim Richter sind ja unterschiedlich, aber es ist doch eigentlich nur eine Robe. Es ist doch eigentlich nur ein schwarzer Mantel, den man da drüber wirft. Und ich kann mich nicht, außer jetzt in England oder irgendwelchen internationalen Filmen, an irgendeinen Kragen, hier diese Ratsherrn-Ding oder solche Sachen erinnern. Dann lass doch mal Trosen beim nehmen. Fußballtrikot. Du hast auch modisch einen guten Lauf gehabt auch gerade. Hast du eine gute Intuition gehabt? Also nochmal, der einzige Kragen, der mir bewusst ist, ist dieses Tischdeckchen, was sie da drüber haben. Ich würde auf Matrose gehen. Ja, komm. Schon wieder? Ja. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, der Eckhardt hat die Richterrobe genommen. Ja, die heutige Richterrobe ist ja abgeleitet aus einem Vorgänger. Und dieser Vorgänger war eine Standeskleidung. Herren, die eine Robe trugen, hatten in der Regel auch einen Pelzkragen drumherum. Mhm. In der französischen frühen Neuzeit gibt es also Leute, die Robe tragen und einen ganz bestimmten Stand verkörpern. Und da dachte ich, die hätten einen Kragen um. Den gibt es heute bei den Richtern nicht mehr. Aber es steht ja gehört. Und nicht in der Vergangenheit. Natürlich kann man dieses Stück, was da übrig geblieben ist, noch einen Ex-Kragen nennen. Mhm. Guck mal, Ex-Kragen, und jetzt kommt gleich zur Auflösung die Erkenntnis dazu, steht nicht für den ehemaligen Kragen, sondern für den Exerzierkragen. Deshalb heißt er Ex-Kragen. Ach, und Exerzierkragen ist das, was die Matrosenanzüge oben drauf haben. Und damit Punkt für Steffen und Tim. Sehr gut. Gut. Eine Woche Sylt hat was genützt. Gut. Und zwar kommt es daher, weil ja früher waren diese Zöpfe von den Matrosen geölt. Und da war ja so ganz speckiges oder Zeug drin. Geteert. So, und das sollte dann den Kragen, die Uniform nicht beschmutzen. Die deshalb gab's, Zöpfe von Matrosen? Die, waren früher, die hatten früher die Zöpfe geölt so, und mit umflochten. Und das, damit das damit nicht irgendwann schmutzig wird. Ja, genau, damit man nicht waschen braucht. Siehst du? So ist das. Gut, letzte Frage, Mode. Das männliche Supermodel Markus Schenkenberg schaffte seinen Durchbruch mit einer Kampagne für Jeans von Calvin Klein, Sonnenbrille von Ray-Ban, Unterwäsche von Tommy Hilfiger oder Sneakers von Nike. Also, da der... Also entweder Jeans oder Unterwäsche, ne? Hm? Ja. Eins von beiden. Ja, ja. Ist ein sehr großgewachsener, gut aussehender Mann. Brille war es auf jeden Fall nicht, Sneakers auch nicht. Hat mal an der Pamela Anderson rumgeknuspert. Ist so ein bisschen der Prototyp eines Models, ne? Eines männlichen Models. Jeans, aber er kann nicht sagen, dass er Jeans angehabt hat mit freiem Oberkörper, ne? Aber ist Hilfiger, ist das schon so lange her, dass der... Hilfiger? Ja? Ich weiß, dass ich 1990 in New York war und mir ein Freund aufgetragen hat, Hilfiger-Unterhosen zu organisieren. Dann würde ich... Weil ich habe auch das Bild davon, dass er mit dieser Unterhose mit, ne? Ja, komm, dann lass das nehmen. Weil... Hätten wir jetzt Unterhose von Calvin Klein oder von Hilfiger, hätte ich, aber es sind Unterhosen. Ja, ich glaube auch, dass er bekannt. Ich habe nur gedacht, kurz, freier Oberkörper sowieso, ob es Jeans war oder ob es. Und die Jeans von Calvin Klein ist aber auch nicht so. Nicht. Deswegen Hilfiger, ja? Komm. Wieso schon wieder ich? Ja. Nee, weil das deine Kategorie ist, hab das ja mitgebracht und du gedrückt hast. Es ist mir so unangenehm, dass Mode meine Kategorie ist. Nee, ist doch schön. Das ist mir so unangenehm. Ich mach mal die Unterwäsche. Das Einzige, was dich jetzt retten könnte, ist, dass es nicht die Unterwäsche ist, weißt du? Auch die Unterwäsche? Ja, ich habe irgendwie ein Bild vor Augen. Gut. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber... Tut mir leid, aber ja. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben ja eine Dame in der Runde, der Schenkenberg. Ist das so dein Typ? Ja, ich hätte aus dem Bauch jetzt gesagt, ach so, mein Typ? Nee. Ja. Nee. Okay, aber weißt du was richtig? Ich hätte aus dem Bauch jetzt Unterwäsche von Calvin Klein gesagt und ich denke, dass er dann eher dem Unternehmen treu geblieben ist als dem Wäschestück und hätte mich deshalb für die Jeans von Calvin Klein entschieden. Okay, Thorsten, du? Ich hätte mich auch zwischen den beiden entscheiden müssen und habe versucht, keine Bilder vor Augen zu haben. Aber ich hätte eins von den beiden genommen, ja. Unvermeidlich. Gut, aber was ist denn mehr Ihr Typ? Intellekt oder gutes Aussehen?
Nur mein Mann. Das war ist das Intellekt oder gutes Aussehen? Alles. Beides. Beides. Also, es war Anfang der 90er Jahre, das stimmt schon mal von der zeitlichen Einordnung. Das ging durch die Decke damals. Viele Frauen versuchten, dieses Poster zu Hause zu haben, über den eigenen, an der eigenen Wand. Und danach wurde er das Lieblingsmodel unter anderem von Versace und er machte zunächst Jeans von Calvin Klein Werbung. Also es ist die Jeans. Ihr führt immer noch mit einem Punkt. 10-9. Ihr dürft jetzt nicht nur, sondern ihr müsst gegen Thorsten spielen, der sich aber seine Kategorie selber aussucht. 3 bekommt er, wie immer, zur Auswahl. Und hat die 2010er, die 90er oder die 2000er. Schwer. Trau dich. Er nimmt die 90er. Das ist gut. Ja. Durchatmen, ne? Ja. Was war bei dir in den 90ern so los? Führerschein gemacht. Bist du durchgefallen mal? Nee. Aber es war ja auch nie. Es war hauchdünn bei der Führerscheinprüfung. Echt? Die letzte Kreuzung war eine große Kreuzung zur Fahrschule wieder zurück und da links abbiegen, über die Kreuzung rüber und gleich aufs Gelände fahren. Ja, und dann bin schon zu Hause, ist durch. Und dann kam von vorne ein Radfahrer. Ja. Ich bin noch vor ihm rumgekommen, aber es war sehr riskant, aber sie haben es durchgehen lassen. Also spielen wir die 90er erste Frage. Thorsten, du bist dran. Jo. Was war das Markenzeichen der in den 1990er Jahren erfolgreichen Hip-Hop-Band Criss Cross? Gaben nie Konzerte, trugen Kleidung falsch herum, ließen Songs von Fans schreiben oder rasierten wilde Muster ins Haar. So, ihr dürft schon. Und die Klamotten falsch rum, ne? Das waren die zwei hier. Ich hab das Lied nicht mehr im Kopf, aber das war eine so semi irgendwie, ne? Semi-cool. Aber hat die Taschen immer vorne so, ne? Ja. Semi-cool, Jump. Ja. Guter Song übrigens, habe ich neulich wieder gehört. Ist ein guter Party-Song. Gut, dann machen wir schnell, loggt ein. Wir gucken uns ein Bild an. Thorsten hat es auch genommen. Schade. Trugen Kleidung verkehrt rum und so sah es aus. Ja. Tatsächlich, Tasche vorne. Ist richtig. Wahnsinn. Stimmt, Punkt. Ließen Songs von Fans schreibt. Die 90er, die zweite. Ja, du guck mal an. Gegen wen verlor der Boxer Axel Schulz im April 1995 seinen ersten WM-Kampf? Gegen George Foreman, Lennox Lewis, Vitali Klitschko oder Evander Holyfield? So. Auch relativ klar, ne? Du bist der Boxer im Team. George Foreman, das war damals, dass er die Chance noch gekriegt hat, war eine Sensation, dass man boxen durfte. Hat eigentlich auch, muss man wirklich sagen, gewonnen, weil ihn überrascht hat. Er wirklich stark geboxt und hat dann so ein übles Urteil bekommen nach Punkten. Das war Wahnsinn damals, Wahnsinn. Gut, war der da schon 50 oder war das noch später? Nee, das war noch, ich sag mal. Der George Foreman war schon alter Opa. War schon alt. Der hat nachher auch gegen, wie hieß der andere noch? Der hat ihn nachher auf die weggehauen, aber der hat damals einen Kampf gemacht, Axel Schulz, allererste Sahne, aber haben ihn echt verschoben, muss man wirklich sagen. Ja, also es war sicherlich eine der ungerechten Entscheidungen, kann man eigentlich sagen. Er hat wirklich einen super Kampf abgeliefert gegen George Foreman. Das hat natürlich Thorsten auch gewusst. Letztens ein Interview mit George Foreman gelesen, da hat er gesagt, also er hätte auf keinen Fall einen Rückkampf machen wollen. Da hat er Angst vor gehabt. Also letzte Frage, die 90er, die da lautet. Welches Amt hatte Oscar Lafontaine bis zu seinem plötzlichen Rücktritt 1999 in der Bundesregierung inne? War er Innenminister, Finanzminister, Verteidigungsminister oder Wirtschaftsminister? Was guckt ihr so ernst? Erste Tendenz. Wäre ich spontan sagen würde, Finanzminister. Was anderes habe ich bei dem nie auf dem Hut gehabt irgendwie. Und damit offenbare ich aber auch schon meine Wissenslücken. Verteidigungsminister war, glaube ich, nie. Ne? Ich würde sagen Finanzminister. Mehr bei. Kann aber auch Wirtschaft sein. Egal, komm. Gut, aber dazwischen ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Ich würde Finanzminister nehmen. Wir's. Wirtschaftsminister. Ach nee, was? Nein. Werner Müller, ich wollte nur den Namen sagen. Natürlich, der Müller. Der Müller. Ja, da lag er. Innenminister Otto Schilly. Ja. Du hast auch Finanzminister genommen. Genau, es waren ja die erste Regierung von Gerhard Schröder. Und Oskar Lafontaine als sehr prominenter Politiker sollte auch ein wichtiges Amt bekommen. Und im Abgleich Finanzwirtschaft ist Finanzminister das viel wichtigere Amt. Ja. Und dann hat er das bekommen, aber das lief dann irgendwie schief und hat gesagt, tschüss. Nach 146 Tagen Rücktritt, überraschend alle Ämter hat er aufgegeben. Auch die des SPD-Vorsitzenden und Bundesfinanzministers. Lafontaine ist richtig der Finanzminister, jawohl. Sehr gut. Super, 90er.
Ihr führt immer noch mit einem Punkt. 13-12. Sehr gut. Und ihr wählt jetzt die Kategorie. Und zwar wählt ihr zwischen Deutschland, TV-Serien und Körper und Geist. Boah. Komm, wir wollen das Ding nach Hause schaukeln. Ich weiß, du bist ein Addict und wir machen TV-Serien. TV-Serien bin ich nicht so stark. Sondern, wo bist du schlau? Nee, da würde ich alle drei, würde ich, da ist mir egal, was du nimmst. Nimm das, wo du dich wohlfühlst. Da gehe ich mit, weil das ist alles drei. Oh. Aber Deutschland kann natürlich auch richtig in die Tiefe gehen, wo wir dann uns jetzt ein paar Geografie, katastrophal bei mir. Katastrophal. Dann lass Deutschland. Wir machen TV-Serien. Alles klar. So. Wir glauben die Sollbruchstelle. Gut, okay. TV-Serien. Also, Walter White, die kriminelle Hauptfigur der Serie Breaking Bad, ist von Beruf eigentlich Schuhverkäufer, Architekt, Paketbote oder Chemielehrer. So. Das ist schon mal gut, ne? Zum Reinkommen. Hast du Breaking Bad nicht gesehen? Nee, fand es wahnsinnig anstrengend. Ich habe mal versucht reinzugucken. Ich habe die erste Staffel hab ich aufgehört, weil es mir auch so Sack ging, aber zumindest hat man mitgekriegt, was er ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er, wenn er Drogen mixt, dass er so gewisse Grundkenntnisse hat und Chemielehrer ist. Korrekter Mundo. Super. Aber wissen tue ich es nicht. Nee, ist aber so. Ja. Der eher biedere Chemielehrer und ja, Drogenmixer. Hast du auch genommen? Genau, er gibt sich das Pseudonym Heisenberg, um wie so ein Wissenschaftler zu klingen. Ah, das ist die andere Quizfrage, stimmt. Siehst du, die müssen wir jetzt streichen. Die andere Quizfrage. Genau. Da sind wir wieder in der Welt von, wie hieß der Film nochmal? Casablanca, genau. Ist richtig, Chemielehrer, jawohl. Vorletzte Frage überhaupt vor dem Finale und die lautet TV-Serie. Nach seiner Rolle als Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik spielte Klaus-Jürgen Wusso in welcher Serie erneut einen Arzt? Praxis Bülow-Bogen, Hallo Onkel Doc, Klinik unter Palm oder der Landarzt? Also Schwarzwaldklinik für mich wirklich noch ein so, ich habe es geguckt. Ja. Ernsthaft? Es waren einfach die Charaktere, das war so Fernseh-Event. Man musste, es gab so eine Zeit lang toller Serien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dazu gehörte es, glaube ich. Praxis Bülow-Bogen ist für mich ein ich Fitzmann, mein, Fitzmann, glaube ich, ne? Und den ich wirklich, den will ich, da will ich nicht Klaus-Jürgen Wusow sehen. Nee. Das ist Fitzmann. Der Landarzt ist typisch immer dieselbe Nummer. Immer und wenn wechselt aber ein Schauspieler, dessen Namen man nie kennt. Ich meine, so ein, ist ein Quadflieg. Du guckst mich so an, ist ja richtig. Man weiß denn nie den Namen. Ja. Ich wäre bei Klinik unter Palm. Hallo Onkel Doc klingt für mich, als ob der Arzt von Schimpanse ist. Ja. Also ich würde auch voll auf Klinik unter Palm gehen. Nehmen wir es. Ja. So, hast du auch genommen? Dem habe ich mich genauso genähert. Also Bülow-Bogen und Landarzt nicht. Und Hallo Onkel Doc ist, glaube ich, mehr so eine komödiantische Serie. Ich glaube, das ist ein Schimpanse. Das ist eine Serie über einen Kinderarzt. Hm? Ah, ja, guck mal. Gut. Aber er hat wirklich mal den weißen Kittel angezogen als Dr. Hoffmann. Und zwar in Klinik unter Palmen. Ja, stimmt, Punkt für beide. Gut, läuft. So, wenn ihr die letzte Frage auch noch beantwortet, habt ihr auf jeden Fall die Hauptrunde gewonnen. Nur mal so ein bisschen Druck aufzubauen. Yes. Letzte Frage. Als Matt Groening die Serie Die Simpsons schuf, benannte er die Familienmitglieder nach ehemaligen US-Sportstars, früheren Schulkameraden, antiken Schriftgelehrten oder seinen Verwandten. So, da war Thorsten sehr schnell. Das ist ein klassisches Quiz. Thomas spricht ja eigentlich für die Schriftgelehrten, ne? Maggie und Bart, Marge, habe ich... Ich bin jetzt nicht der Schlauste, aber ich habe noch nie von antiken Schriftgelehrten gehört, der Bart hieß. Den gibt es noch. Lisa gibt es noch? Lisa gibt es noch, ja. Ein Großvater, Grandpa. Dann würde ich nach Ape gehen. Oder auch Ape genannt, Ape. Genau. Hat er sich nach früheren Schulkameraden benannt? Irgendwas habe ich mal gelesen, dass er die Namen auf seine Verwandten. Aber ich finde, Homer ist natürlich, aber das ist. Ehemaligen US-Sportstars. Bart, Maggie, Marge. Meinst du? Nur die Familienmitglieder steht da. Bitte? Nur die Familienmitglieder, nicht die ganzen anderen Namen. Eben. Oma, Marge. Ach so. Bart, Maggie. Wo seid ihr jetzt? Schulkameraden, oder? Na, wir hängen zwischen, glaube ich, Verwandten und Schulkameraden. Ja. Verwandte wäre schon lustig, ne? Weil die sich dann da selber wiedererkennen, ne? Wollte ich gerade sagen, weil der gute Humor, Charakterzüge, ne? Und bei Schulkameraden. Ja. 10 Sekunden ab jetzt. Was? Seit wann das denn? Jetzt! Wir brauchen Druck. Du machst rein, rein. Komm, lass Verwandte, oder? Mach Verwandte. Ja. Verwandte. Ach, da hast du doch gehofft eben, ne? So ein bisschen. Ah! Du hast auch die Verwandten genommen. Sehr gut. Er hat
sämtliche Figuren nach Personen, die er kannte, aus seinem Lebensuniversum benannt. Also da waren bestimmt auch Schulkameraden dabei für andere Figuren. Aber die nahestehenden, das waren dann auch wirklich Familienmitglieder. Finde ich auch echt lustig, ne? Familienmitglieder sein mit dem Hinweis Grandpa. Mhm. War so ein kleiner, war so das Tröpfchen auf die andere Waage. Ist doch gut. Wenn man sagt, das ist richtig. Grandpa, wie nennst du deinen Grandpa? Grandpa. Grandpa. Ja. So, und damit habt ihr die Hauptrunde gewonnen. 16 zu 15. Und wir haben ein neues Utensil, das könnt ihr noch nicht kennen. Wir haben einen Würfel. Wir haben keine Kosten und Mühen, das ist schon sensationell. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Irre, ne? Hast du ihn von zu Hause mitgebracht? Ja, das ist mein Hocker zu Hause. Okay. So. Ui. Das Finale spielt Thorsten. Oh, Hauer. So, hier könnt ihr sehen. Darf ich noch einen Schluck Wasser Thorsten, haben? Du kannst schon mal sagen, Gold oder Silber? Ich nehme Silber. Soll ich dir was rüberfüllen in dein Glas? Silber. Thorsten, komm ruhig zu uns. Müssen wir da auch hin? Nein, ihr bleibt ja jetzt ganz entspannt stehen. Ich habe mich nur obenrum fürs Fernsehen angezogen. Also, 15 Fragen bekommst du, weil 15 richtige Antworten ihr in der Hauptrunde gegeben habt. Wir spielen das Finale. 5 Sekunden hast du immer zum Antworten. Erste Antwort muss ich nehmen. Zählt. Thorsten, deine erste Frage und hoffentlich deine Antwort lautet: Ein bekanntes Sprichwort besagt, ohne Fleiß kein Preis. Punkt. Eckert wollte schon wieder klatschen, ne? Klatsche ich immer. Zweite Frage: Das Wort Ping-Pong wird häufig als Synonym für welche Sportart gebraucht? British Tennis. Stimmt. Frage 3. Wessen Lebensgeschichte kam Anfang 2020 mit dem Untertitel Mach dein Ding als Film in die Kinos? Mach dein Ding, Udo Lindenberg. Ist richtig. Frage 4. Wie heißt der höchste Berg im Schwarzwald? Der Feldberg. Ist richtig. Wir hätten gerne Silber. Ja. Frage 5. Welches Adjektiv beschreibt Lebensmittel, die nach den jüdischen Speisevorschriften erlaubt sind? Die sind koscher. Auch das stimmt. Frage 6. Wie heißt Frankreichs Staatspräsident mit erstem Vornamen? Emmanuel. Stimmt. Frage 7. Welche Tiere liefen im antiken Griechenland bei den Rennen in den sogenannten Hippodromen? Das müssen dann die Pferde sein. Und nicht die Nilpferde, das stimmt. Ja. Wofür steht die Abkürzung IA vor der Unterschrift in einem Geschäftsbrief? Im Auftrag. Stimmt. Frage 9. Auf welchem Kontinent liegt die Millionenstadt Karachi? Karachi liegt in Asien. Wie viele Einwohner? Oh, 8,3 Millionen. Falsch. Asien ist richtig. CO2, Frage 10, besteht aus Sauerstoff und? Kohlenstoff. Okay, Carbon hatte ich auch gelten lassen. Okay. Frage 11. Wie viele Punkte erzielt ein Dartspieler, wenn er ins Bullseye trifft? 50. Stimmt. Welche Rockband um Sänger David Lee Roth landete 1984 mit Jump einen Welthit? Das ist Van Halen. Das ist auch richtig. Frage 13. In welchem Schweizer Ort fand 2020 zum 50. Mal das Weltwirtschaftsforum statt? In Davos. Richtig. Frage 14. Der Name welcher Süßspeise aus Italien bedeutet übersetzt ziemlich hoch? Das ist das Tiramisu. Ja, letzte Frage. In welcher Kinofilmreihe spielt Tom Cruise den Geheimagenten Ethan Hunt? Das ist die Mission Impossible-Reihe. Oh, Durchmarsch, 15. Aber ich fand, das war auch... Aber ihr habt eine Frage mehr gleich im Finale. Kurze Pause, dann das Finale mit Tim und Steffen. Bis gleich. Thorsten hat ein souveränes Finale hingelegt. 15 Fragen hat er bekommen, alle 15 beantwortet. Aber da Steffen und Tim in der Hauptrunde mehr richtige Antworten gegeben haben, haben sie 16 Fragen im Finale.
Nochmal im Klartext, wenn ihr 16 jetzt macht, habt ihr gewonnen. Bei 15 gibt es ein Stechen und weniger als 15 hättet ihr fast gewonnen. Ja? Yes. Du stehst schon da zu ihm gewandt, weil Steffen ist dann der Sprecher. 5 Sekunden habt ihr. Erste Frage. Wird ein Plan vereitelt, macht man jemandem redensartlich einen Strich durch die Rechnung. Korrekt. Freunde, gewonnen. Frage 2. Welche Klimaaktivistin erhielt 2019 den sogenannten Alternativen Nobelpreis? Greta Thunberg. Das ist richtig. Ja. Darf ich ja? Ja, darfst du, natürlich. Ja. Wenn von der anderen Seite nichts kommt. Ja. Das Publikum so das ruhig ist. Das Publikum ist auch heute ein bisschen... Sehr ruhig heute. Für welchen europäischen Staat steht das internationale Kfz-Kennzeichen L? Litauen, oder? Liechtenstein. Das andere, Luxemburg. So, jetzt muss jede Antwort sitzen, dann haben wir Gleichstand. Das wäre für uns alle schön, für euch auch. Welcher Partei gehört Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher an? SPD. Korrekt. Frage 5. Wie viele Bahnen werden laut internationalen Spielregeln beim Minigolf gespielt? 18, ne? Ich habe keine Ahnung. 18. Richtig, jawohl. Den legendären Satz Hasta la vista, Baby, spricht Arnold Schwarzenegger in seiner Filmrolle als Terminator. Richtig. Habe ich gesehen. Frage 7. Oh. Oh. Puh. Olympias von Epirus ist die Mutter welches Herrschers aus dem antiken Griechenland? Zeus. Zeus? Fast Alexander der Große und Alexander der Dritte. Oh, ja, aber, leider ja, verloren. Ja, was? Wie? Ja, ihr habt verloren. Das war schon. Ey. Ja, ihr habt 2 falsche Antworten gegeben. Wo denn Alexander der Große und davor war hier Luxemburg und Liechtenstein? Nun guckt nicht so traurig. Ihr habt die Hauptrunde gewonnen. Aber was können wir uns jetzt davon kaufen? Dass ihr wiederkommen müsst, schnell. Okay, dann kommen wir. Haben wir gar nichts gewonnen? Nee, gar nichts. Doch, die Sympathien der Zuschauer, oh, die Mann. Jetzt nämlich 1.000 Euro gewonnen haben. 10 kriegen nämlich 1.000 Euro, weil der Olymp gewonnen hat. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute euch beiden. Danke dem Olymp und Ihnen danke fürs Zuschauen. Tolles Wochenende. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann. Tschüss.